Europa war ja immer ein Friedensprojekt und damit lange Zeit auch sehr erfolgreich, bis dann die ganzen Krisen kamen und wir uns neu auf Europa einstellen mussten. Wie jetzt damit gerade die jungen Leute umgehen, ist interessant und deshalb bin ich nach Bonn gefahren zu dem Kongress von Jugend für Europa. Dort wollte ich die jungen Leute nach ihren Visionen befragen und auch erfahren, wie sie sich für Europa engagieren. Hallo Natascha, wir haben von unheimlich vielen Projekten gehört hier und wollten dich fragen, bei welchem hast du teilgenommen? Ich habe eben einen europäischen Freiwilligendienst gemacht in Rumänien und sozusagen im Anschluss meine Energie genutzt und habe eine Europeer-Schulung gemacht, wurde 5 Tage lang geschult und bin jetzt Europeer, gehe in Schulklassen, gehe auf Messen, mache verschiedene Workshops, um anderen Jugendlichen eben von meinen Erfahrungen zu berichten und auch für Europa zu begeistern. Hallo Mustafa, Hallo. du bist ja 9 Monate lang in Finnland gewesen. Ja. Was hast du denn aus dieser Zeit mitgenommen? Die Zeit in Finnland hat mein Leben sehr geprägt. Ich habe die finnische Sprache, die finnische Kultur mitnehmen können. Ich habe aber auch Stück weit, oder nicht Stück weit, sondern ganz viel Europa mitnehmen können. Ich konnte zum ersten Mal Europa live miterleben, weil ich konnte Jugendliche aus ganz verschiedenen europäischen Ländern kennenlernen. Du hast ja auch einen Freiwilligendienst gemacht in Spanien. Wie waren denn deine Eindrücke? Also erstmal, ich habe einen europäischen Freiwilligendienst gemacht, der eben von der Europäischen Kommission unterstützt wird. Und ich habe in einem Projekt in der Landschaftsgärtnerei mit geistig behinderten Jugendlichen und schwer erziehbaren Jugendlichen mit Lernbehinderungen gearbeitet. Wie würdest du denn Spanien, die Umstände, in denen das Land gerade ist, beschreiben? Schon recht schwierig, das so mitzubekommen, insofern, dass es eben so vielen Jugendlichen schlecht geht, weil gerade auch mit den Jugendlichen, die ich also gearbeitet habe, mitzubekommen, wie schwierige Situationen die zu Hause haben, nicht nur finanzielle Probleme, sondern dann eben auch die psychologischen Probleme, die dadurch entstehen. Hast du denn für Europa so eine richtige Vision? Wie könnte Europa denn später mal aussehen? Und was ist gerade wichtig für Europa in der nächsten Zeit? Ich möchte einfach die Probleme Europas jetzt nicht auf Finanzen oder so reduzieren. Ich möchte das auch auf gesellschaftlicher Ebene mal sehen. Das heißt, dass auch so Themen wie Jugendarbeitslosigkeit nicht nur immer auf das Land bezogen behandelt werden, sondern wirklich im europäischen Kontext. Mein Wunsch wäre, dass die europäischen Bürger enger zusammenwachsen und sich als Europäer fühlen, die in einem vereinten Europa leben. Das wäre schön. Für mich persönlich ist es wichtig, weil ich einen türkischen Hintergrund habe, bin aber in Deutschland geboren und dann auch noch in Finnland eine Zeit lang verbracht. Da denkt man schon, okay, was bin ich jetzt? Bin ich jetzt deutsch, türkisch oder gar finnisch? Für mich ist es einfach viel, viel einfacher, wenn ich in der Zukunft sagen dürfte, ich bin Europäer. Ich habe mitgenommen, dass Europa weiterhin für die jungen Leute wichtig ist. Vielleicht muss man ja nicht immer gleich ganz Europa verändern. Manchmal reicht es wohl schon, sich in seinem eigenen Kiez zu engagieren.